Hallo ihr Lieben, heute gibt es von mir meinen Lesemonat für den Monat März, also alle Bücher, die ich im März gelesen habe. Bevor ich anfange, wollte ich kurz zwei Sachen sagen. Einmal, ich bin ungeschminkt, es tut mir leid, aber ich habe das Video eigentlich gestern schon gefilmt, aber da war ich voll im Stress und dann ist es irgendwie nichts geworden. Und heute ist Sonntagmorgen und ich habe jetzt einfach keine Lust, mich zu schminken, vor allem, weil ich nachher noch joggen gehe und so. Und dann ist es irgendwie unnötig, deswegen ungeschminkt. Und das Zweite ist, alle Bücher, die ich auf Kindle gelesen habe, werde ich euch auf meinem iPad zeigen und hochhalten, weil ich das noch kein Programm gefunden habe, mit dem ich die Bilder richtig reinschneiden kann. Ich habe eins auf meinem Handy, aber da gehen die Videos nur bis 10 Minuten und das ist irgendwie ungeschickt. Und für Windows habe ich keins gefunden. Also falls ihr eins für iPhone oder Windows kennt, sagt mir Bescheid. Eins, das kostenlos ist, wenn es geht. Und ja, solange bis es geht, halte ich halt mein iPad in die Kamera. Jetzt aber zum Video. Und zwar, was für Bücher ich gelesen habe. Insgesamt habe ich 11 Bücher beendet diesen Monat. Zwei angefangen, die ich jetzt inzwischen im April schon beendet habe und eins angefangen, das ich nicht beenden werde. Von diesen 11 Büchern habe ich 3 in einem anderen Monat schon angefangen und habe die halt jetzt beendet. Und 6 andere habe ich halt im März angefangen und auch im März beendet, beziehungsweise eigentlich 5, weil eins habe ich am 1. April beendet. Aber ich zähle das jetzt einfach noch in das Video mit rein, weil es meiner Meinung nach einfach dazugehört. Auf meiner Leseliste habe ich 6 Bücher, 5 davon habe ich gelesen und beendet und eins habe ich angefangen und werde es nicht beenden. Das ist eben dieses eine Buch. Von den Bewertungen war eigentlich alles dabei. Ich hatte ein 1-Sterne-Buch und ich hatte auch 5-Sterne-Bücher dabei. Also ein komplett durchwachsener Monat mit guten Büchern, schlechten Büchern. Ich hatte, glaube ich, jede Bewertung hatte ich dabei diesen Monat. Wenn ihr mehr über die Bücher wissen möchtet, ich habe auf meinem Blog auch einen Lesemonat-Post, wo alles nochmal draufsteht, so in Zusammenfassung. Und ich habe zu jedem Buch, das ich erwähne, eine Rezension auf meinem Blog oder auf Goodreads. Und ich werde alles unten verlinken, den Goodreads-Link, wahrscheinlich auch einen Amazon-Link und den Link zu der Rezension auf meinem Blog. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Dann würde ich anfangen mit den Büchern. Und zwar würde ich anfangen mit den Büchern, die ich nicht im März angefangen habe, aber im März beendet habe. Das erste Buch hiervon, oder also die sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge, also einfach irgendwie halt. Und das erste Buch, über das ich jetzt rede, ist Carry On von Rainbow Rowell. Da habe ich sogar eine Video-Rezension dazu auf meinem Kanal hier. Die könnt ihr euch gerne anschauen, werde ich euch auch verlinken. Und das ist sowas wie eine Harry Potter Nacherzählung quasi. Und es hat mir echt sehr gut gefallen. Ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Und ich würde es jedem nur empfehlen, das zu lesen. Es ist ein echt tolles Buch. Und das habe ich natürlich auf Paperback gelesen. Alle Bücher, wo ich das iPad in die Kamera halte, habe ich auf Kindle gelesen. Außer 2 Hörbücher. Das werde ich aber erwähnen, damit ich es nicht jedes Mal sagen muss. Ja, das war das hier. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, habe ich schon im Januar angefangen. Und das war Fairies Kristallblau von Stephanie Dehm. Und das ist mein 1-Sterne-Buch. Das ist das schlechteste Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe und auch das schlechteste Buch, das ich seit sehr langem gelesen habe. Es ist ein deutsches Contemporary-Fantasy-Buch, also geht es um ein Mädel, das nach ihrem Abi nach Mallorca, nach Lorette fliegt, nicht nach Mallorca, und dort irgendwie so in eine Welt von den Fairies reingebracht wird, wie auch immer. Ich habe es von Edgar Lee zur Verfügung gestellt bekommen, deswegen habe ich es dann auch fertig gelesen, obwohl es mir gar nicht gefallen hat. Ich werde vielleicht ein Video darüber drehen. Hatte ich mir schon überlegt, da habe ich gedacht, nein. Und dann habe ich jetzt gerade angefangen, über das Buch zu reden und habe fast irgendwie 10 Minuten darüber geredet. Das werde ich alles rausschneiden, weil das wird viel zu lang für dieses Lesemonat-Video. Deswegen werde ich wahrscheinlich doch ein Video drehen, weil ich einfach merke, ich habe sehr großen Redebedarf bei diesem Video. Also ja, da wird es auf jeden Fall ein Video dazu geben. Es gibt aber auf jeden Fall wie für alle anderen Bücher eine Review. Das nächste und letzte Buch, das ich nicht im Monat März angefangen habe, war eins der beiden Hörbücher, die ich gehört habe. Und zwar war das Accord of Thorns and Roses bei Sarah J. Maas. Das ist das hier. Und dann habe ich, also auf Hörbuch und gleich hinterher habe ich dann auch, das ist das zweite Hörbuch, das ich diesen Monat gehört habe, Accord of Mist and Fury von Sarah J. Maas gehört. Und das erste Buch gibt es seit, ich glaube, Februar auf Deutsch. Und das heißt, Das Reich der 7 Höfe, Dornen und Rosen. Und das ist ein High-Fantasy-Roman, also ein Fantasy-Roman, der in einer komplett eigenen Fantasy-Welt spielt. Und es ist, kann man sich darüber streiten, ob es ein Jugendroman oder ein New Adult-Roman ist, weil Farrah, die Protagonistin, ist schon 19 und es sind halt teilweise 16 und so, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall richtig tolle Bücher. Ich habe dem ersten 4 Sterne, dem zweiten 5 Sterne gegeben, was hauptsächlich daran liegt, dass mir die
Charakterentwicklung der Hauptperson, also von Farrah, die wird erst so im zweiten Teil, gefällt sie mir besser, Farrah einfach, und die männliche Hauptperson, sage ich mal, Tamlin im ersten Teil, mag ich nicht. Resent auf der anderen Seite. Ich glaube, jeder, der irgendwie auf Bookstagram unterwegs ist, kennt den Namen Resent, und ja, ich liebe ihn einfach so wie alle anderen auch, und deswegen war das zweite Buch einfach viel, viel besser. Und ja, ich kann es gar nicht erwarten. Am 2. Mai kommt der dritte Teil, A Court of Kings in Ruin. Und ja, ich bin super gespannt und freue mich total darauf. Weil, ja, einfach super Bücher. Und ich glaube, das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Machen wir weiter. Ich habe außer diesem Fairies Kristallblau noch zwei weitere Contemporary Fantasy Romane von Ned Gully bekommen. Und zwar war das einmal Demon Hearts and Angel Wings von Jana Goldbach. Diesem Buch habe ich 2 Sterne gegeben, weil mir einfach die Hauptperson nicht wirklich gefallen hat. Auch ihr Love Interest hat mir nicht gefallen. Diese ganze Love Story zwischen den zwei, das war so von Feinden zu Liebenden, wie auch immer man das sagen möchte. Das ist eigentlich ein Trope, der mir gut gefällt, das ich auch gerne lese. Call of Mist and Fury und so. Aber in diesem Buch war es einfach nicht gut gemacht und ich bin einfach nicht in die Geschichte reingekommen. Deswegen habe ich dem Buch leider nur 2 Sterne gegeben. Dann das nächste Buch war Chosen, die Bestimmte von Rena Fischer. Auch von Ned Gully bekommen. Diesem Buch habe ich 3 Sterne gegeben und ich habe inzwischen gemerkt, ich werde keine deutschen Contemporary Fantasy Jugendromane mehr anfragen auf Ned Gully, weil es für mich offensichtlich nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, 3 Sterne habe ich diesem Buch gegeben. Auch hier konnte ich mich nicht wirklich mit den Charakteren anfreunden. Die Liebesgeschichte fand ich auch nicht so toll und ja, alles in allem nicht so wirklich mein Buch, aber auch hier eine längere Rezension dazu gibt es auf meinem Blog. Dann das erste 5-Sterne-Buch, das ich im März gelesen habe, war The Winner's Curse von Marie Rutkowski. Das gibt es, soweit ich weiß, leider noch nicht auf Deutsch, obwohl die Trilogie schon abgeschlossen ist. Und ich kann es gar nicht erwarten, die anderen beiden Bücher zu lesen, weil das war so ein fantastisches Buch. Das ist auch ein High-Fantasy-Roman, bei dem es um ein junges Mädel geht, das, also ihr Land ist so ein Imperium quasi, das andere Länder einnimmt. Und ihr Vater ist ein sehr hochrangiger General und sie lebt jetzt in einem anderen Land, also in einem Teil von ihrem Land, das vorher noch ein anderes Land war. Und ihr Vater war halt sehr stark daran beteiligt, dieses Land einzunehmen und ist jetzt eigentlich auch so der hochrangigste Mensch, der dort wohnt, weil der Kaiser, König, Imperator, wie auch immer er sich nennt, das habe ich leider vergessen, im Hauptland ist, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Leute, die vorher in diesem Land gelebt haben, sind jetzt Sklaven. Und man merkt schon direkt am Anfang, dass sie eigentlich nicht begeistert von dieser ganzen Geschichte ist, was ich super finde. Dass man wirklich schon von Anfang an jemand hat, der eigentlich dagegen ist. Und man sieht aber auch super, weil sie macht eigentlich nicht wirklich was dagegen. Und das finde ich super, weil es ist sehr realistisch einfach. Sie ist ein Mädchen, ich weiß nicht, ist sie 17 oder so, ich weiß es nicht genau. Und sie ist halt so in der Zwickmühle, weil eigentlich weiß sie, dass es falsch ist. Auf der anderen Seite sind ihre Freunde, ihr Vater, jeder eigentlich ist so in dieser Gesellschaft und sie kann mit niemandem wirklich drüber reden. Und natürlich, in vielen anderen Büchern wäre sie jetzt sofort die Heldin, die sich sofort dagegen stellt und alles niederbrennt und so, was ich auch super finde. Aber ich finde es auch sehr realistisch, dass sie halt eher so im Stillen ihre Probleme damit hat. Weil, sind wir mal ehrlich, wie viele 17-jährige Mädels würden wirklich sofort die Heldin spielen? Ja? Deswegen finde ich das sehr gut. Und es kommt dann so, dass sie einen Sklaven kauft. Nicht, weil sie jetzt einen Sklaven braucht, weil sie haben erstens genug Sklaven und zweitens findet sie das ja eh nicht gut, aber die Situation ist irgendwie so ein bisschen blöd und sie kauft ihn dann. Und ihr könnt euch ja denken, was dann passiert. Ja, mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ich würde es jedem empfehlen, es zu lesen. Es ist ein echt super Buch. Dann wieder ein 4-Sterne-Buch, dieses Mal Alchemists of Loom von Elise Kova. Das ist ziemlich neu, das kam erst Anfang des Jahres raus. Und das gefällt mir auch sehr gut. Das spielt in einer, ich weiß gar nicht, ob es eine High-Fantasy-Welt ist, eine Science-Fiction-Welt oder doch was Dystopisches. Auf jeden Fall hat es sehr starke Steampunk-Einflüsse und die Welt gefällt mir einfach echt gut. Und da geht es einfach um 2 Völker oder Rassen, die eine Rasse unterdrückt die andere. Und diese unterdrückte Rasse, denke ich, ist fast, könnte fast, deswegen habe ich gesagt, eventuell Dystopie, weil wenn ich das so lese, könnte ich mir irgendwie fast vorstellen, dass das eine postapokalyptische Menschenrasse ist,
wie auch immer man das sagen möchte, aber das weiß ich nicht, das kommt jetzt nur von mir. Auf jeden Fall werden die unterdrückt und dann kommt einer von den Drachen, das ist die unterdrückende Rasse, aber es sind beide Rassen, sind eigentlich ziemlich menschenähnlich, so wie sie beschrieben werden. Also es ist definitiv kein Drache, so wie wir ihn uns vorstellen. Diese Rasse heißt nur Drachen. Und der kommt nach Loom und möchte dort zum Widerstand, weil er den Drachenkönig stützen möchte. Und er, die Hilfe, die er sich quasi sucht, ist die absolute Oberdrachenjägerin eigentlich. Und auch hier, ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, was da so alles passiert. Es ist auch wirklich ein echt gutes Buch. Von mir hat es 4 Sterne bekommen und ich freue mich auch, dass die Serie weitergeht. Ich weiß leider nicht, ob es eine Dilogie, eine Trilogie oder eine Serie ist. Keine Ahnung, wird sich alles noch zeigen. Dann kommt mein zweites Paperback-Buch. Das ist Rebel of the Sands von Evan Hamilton. Der erste Teil der Rebel of the Sands oder auf Deutsch Armani-Trilogie, soweit ich weiß. Auf Deutsch heißt es natürlich Rebellen des Sandes. Und es gefällt mir auch echt gut. Ich habe dem Buch 4 Sterne gegeben. Das spielt in einer sehr orientalisch angehauchten Welt, die aber irgendwie so ein bisschen mit dem Wilden Westen kombiniert wurde. Und es geht um ein junges Mädel, das aus seinem Dorf, Städtchen, Örtchen, wie auch immer man das nennen möchte, fliehen möchte, weil sie dort einfach keine Perspektiven für sich sieht und dann mitten in eine Revolution gelangt. Und ja, also wirklich echt gutes Buch. Ich werde jetzt auch direkt wahrscheinlich anfangen mit Traitor to the Throne, den zweiten Teil aus der Serie. Und ja, ich würde es auch wieder jedem nur empfehlen. Dann haben wir wieder ein 4-Sterne-Buch und zwar The Sin Eater's Daughter, auf Deutsch Goddess of Poison, tödliche Berührung, glaube ich. Und dieses Buch hat von mir auch 4 Sterne bekommen. Es ist ein echt gutes Buch. Leider, wenn ihr euch da meine Rezension drüber lest, werdet ihr es sehen. Es hat irgendwie keine richtige Handlung und die Hauptperson gefällt mir auch irgendwie gar nicht. Aber ich hatte einfach wahnsinnigen Spaß am Lesen. Ja, also es ist, kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Es ist echt gut und es geht um ein junges Mädchen, Twilla, die zum Hof kommt. Also dass dieses Land, in dem sie lebt, wird von einer Königin regiert. Die hat auch einen König und einen Prinz, aber im Endeffekt ist die böse Königin, die regiert. Und sie kommt an diesen Hof und wird da quasi gehalten als Dornen embodied. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und sie ist quasi die Wiedergeburt einer Göttin und ihre Berührung ist tödlich. Weil irgendwie ist ihre Haut ein Gift, das jeden umbringt, nur nicht sie, was weiß ich. Und ja, mit der Zeit merkt sie einfach, dass vielleicht nicht alles so ist, wie es scheint und dass es vielleicht doch Wege gibt, wie sie da aus der ganzen Situation ausbrechen kann. Und weil mir das Buch so gut gefallen hat und ich alle Bücher von meiner Leseliste gelesen hatte oder zumindest angefangen hatte, habe ich dann einfach Ende des Monats weitergemacht mit dem zweiten Teil. Und der zweite Teil ist The Sleeping Prince. Auf Deutsch glaube ich auch The Sleeping Prince, tödlicher Fluch oder so. Der Schlaf. Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Ich hätte mich vielleicht besser informieren sollen. So ist es halt jetzt. Und dieses Buch hatte ich eigentlich auf Deutsch über Netgalley angefragt, wusste damals aber nicht, dass es ein zweiter Teil von einer Serie ist und habe dann eben länger gewartet, bis ich endlich das erste Buch gefunden hatte. Und als ich dann mir das erste Buch ausgeliehen habe, habe ich gedacht, komm, leihst du dir gleich das zweite Buch auch auf Englisch aus. Und habe ich das zweite Buch eben auch auf Englisch gelesen, obwohl ich sie auf Deutsch von Netgalley bekommen habe. Tut mir leid, ich habe es aber auf Netgalley auf Deutsch rezensiert. Also alles ist gut. Über dieses Buch kann ich euch leider nicht viel sagen, weil sonst würde ich den ersten Teil spoilern. Nur so viel, es hat von mir 5 Sterne bekommen, weil es eine tolle Handlung hat und die Hauptperson gefällt mir auch viel besser, weil hier geht es um eine andere Hauptperson. Es ist aber nicht wirklich so, wie man das vielleicht von Companion-Serien kennt, dass die zwar in derselben Welt spielen und vielleicht auch mal irgendwo Berührungspunkte haben, aber nicht wirklich, sondern es ist dieselbe Geschichte, nur der erste Teil wird von der einen Person erzählt und der zweite Teil von der anderen Person. Die Hauptperson des zweiten Teils kommt im ersten Teil überhaupt nicht vor. Die Hauptperson vom ersten Teil kommt im letzten Drittel des zweiten Teils vor. Und ich denke, der dritte Teil wird wahrscheinlich, weil sie kommen dann zusammen quasi, und ich denke, der dritte Teil wird gleichzeitig aus beiden Blickpunkten erzählt oder vielleicht auch nur aus einem Blickpunkt, aber da werden sie... Also ihre Geschichten überschneiden sich auf jeden Fall und dann gehen sie diesen Weg quasi gemeinsam. Aber diesen Weg der Handlung quasi wird der erste Teil von ihr erzählt und der zweite Teil von ihr. Aber es schließt direkt aneinander an, wenn es sich nicht sogar etwas überschneidet. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil es eben aus komplett verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Aber es schließt auf jeden Fall direkt aneinander an. Es ist keine Zeitspanne dazwischen oder so, sondern es ist ein Handlungsstrang.
Ja, und das war es eigentlich da dazu. Dann, ja, und The Sleeping Prince war das Buch, das ich am 1. April beendet habe. Deswegen, gerade auch weil es der zweite Teil der Serie ist, habe ich gedacht, komm, packst es einfach noch mit rein. Dann wollte ich euch noch schnell was sagen zu dem einen Buch, das ich nicht beendet habe, also das ich angefangen und nicht beendet habe. Und das war Of Kith, nein, das war. Und es war Kith and Kin von Sophie Bounce. Das ist eine selbstverlegende Autorin, die mich über Instagram angeschrieben hat und mich gefragt, ob ich ihr Buch rezensieren möchte. Es hat sich interessant angehört, deswegen habe ich ja gesagt. Bin aber überhaupt nicht in das Buch reingekommen und ja, habe es leider beendet. Es ist echt blöd, es tut mir auch echt leid, aber ich weiß nicht. Also selbst bei Fairies Kristallblau wusste ich so, okay, ich werde es auf die Seite legen, aber irgendwann muss ich es einfach fertig lesen. Aber bei diesem Buch, ich will es gar nicht fertig lesen. Das Fairies, das konnte ich lesen. Das hatte zwar viele Probleme und es hat mich wahnsinnig aufgeregt, ja. Aber ich konnte es irgendwie lesen und das andere, Kith and Kin, konnte ich irgendwie nicht lesen. Da hat es auch nicht wirklich so Probleme wie jetzt bei Fairies. Ich sage, oh Gott, das war so schrecklich. Sondern ich konnte dieses Buch einfach nicht lesen. Es tut mir echt leid. Ja, und dann habe ich ja wie gesagt noch zwei Bücher angefangen. Die habe ich inzwischen auch beide schon beendet. Da werde ich aber dann in meinem April-Lesemonat drüber sprechen. Und das war es eigentlich auch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert mich. Tschüss!